Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und da hat der Jäger Jan bzw. Nordlicht 111 zusammen in der Division hier das ganze Replay eingeschickt. Vielen lieben Dank, Jungs, dass ihr hier beide mit eurer Dunker unterwegs seid. Und gerade jetzt, sei es einmal erwähnt, der Film startet in Kürze und ich kann euch nur sagen, ich habe ihn schon sehen dürfen. Schaut ihn euch an, wer ansatzweise Kriegsfilme irgendwo was abgewinnen konnte. Dünkirchen oder Dünkirk ist ein absolut genial geiler Film. Für mich einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten. So viel sei schon mal gesagt. Wenn ihr euch den Film anschaut, er startet am 27. Dann sagt mir doch bitte mal, wie er euch gefallen hat. Würde mich mal stark interessieren. Keine Sorge, ist keine Werbung. Ich habe gar nichts davon, aber ich habe den Film sehen dürfen in der Preview. Und ich war einfach nur geflasht und jetzt würde ich mich gern interessieren, wie er euch gefällt. Es wird aber keine Spoiler geben, keine Sorge. Von dem her schauen wir jetzt hier dieses Schiff dazu passend an. So. Jetzt schauen wir mal. Wir springen so ein bisschen in der Zeit voraus. Und da gehen wir jetzt auch in die Live-Action. So, es gibt übrigens auch wieder eine neue Seite, bei der ihr Replays hochladen könnt, und zwar Replays WoWs. Steht unten auch in der Beschreibung. Da bitte ab sofort wieder die Replays hochladen mit allen Screenshots, sofern ihr das Ganze hier einsenden wollt und mir dann einfach den Link wieder schicken. Das ist für euch und mich das Leichteste erstmal wieder, weil mein E-Mail-Postfach einfach mit den E-Mail-Dateien sonst wieder schnell an seine Grenzen irgendwann kommen wird. Ja, das war's dann mal informativ. Geiler Film und neue Seite. Damit jetzt aber genug und jetzt gehen wir hier in die Action rein. Wir sehen, er ist hier mit dem 6er Schlachtschiff mit hier. 7er, 6er, 5er Gefecht. Hat jetzt erstmal ein bisschen HE geschossen, wechselt jetzt aber auch auf AP für die Omaha. Aktuell ist er noch ein bisschen zaghaft hier im Hintergrund, aber klar, der Gegner ist da auch noch komplett geschlossen, also da zu schnell, zu viel drauf, das würde nichts anderes bedeuten als unfassbar viel Schaden, weil so viel Spaß dieses Schiff auch macht, aber spätestens wenn man vom Gegner wegfahren muss, wird es dann da in der Tat sehr schwierig, denn man hat ja nur diese zwei Türme vorne, hinten gar nichts, sieht man hier nochmal ganz gut. Hinten nur die sekundären und vorne nur die wirkliche Bewaffnung. Das heißt, wenn er wegfährt, dann habt ihr einfach mal gar nichts zum Schießen. So, jetzt hier das Pendant auf der anderen Seite. Die Dunker, aber hier mit 8000 Damage gleich mal satt begrüßt, würde ich sagen. Sie ist halt recht genau. Jetzt haben wir hier doch 15 Kilometer und wir haben gesehen, wie gut die Granaten da alle runterkommen. Das ist halt schon wirklich, wirklich nice. So soll es halt auch sein. Oh, da ist schön die Zitadelle und 11.600 Schaden gemacht. So macht es natürlich richtig Spaß. Und hier jetzt die Graf Spee, die liegt natürlich da perfekt im Wasser, fährt gar nicht. Und da könnte es jetzt mal richtig scheppern. Wir schauen mal auf den Schaden. Granaten kommen nicht schlecht und da hat er noch Glück, dass er nur 6400 Schaden bekommt. Weil sowas kann ganz schnell richtig dicke bestraft werden. Ansonsten muss man sagen, immer noch ein recht ausgeglichenes Match. Gegner hat, ja, jetzt gerade das zweite Schiff verloren. Sein Team ist noch komplett im Saft stehend. Alle Schiffe am Start und auch ticketmäßig dementsprechend gut voraus. Aber man darf auch nach 5 Minuten bei World of Warships noch definitiv keine Tendenz großartig irgendwie zu Rate ziehen. Denn da passiert einfach in der Regel noch viel zu viel.
Audi Aoba hat da richtig dick gefressen. Und er schaut jetzt direkt nach dem nächsten Ziel und zieht da Diffuso. Und wir sehen 16 Kilometer Distanz und trotzdem nur 8,5 Sekunden Flugzeit der Granaten. Das ist in der Tat nicht allzu wenig. Nicht allzu viel, meine ich. Entschuldigung. 6400 Schaden auch da. Also man braucht auch da nicht unfassbar weit vorhalten, sondern kann auch da wirklich gut arbeiten. Für mich ein tolles Schiff, habe ich sehr gern gespielt. Ja, jetzt legt er sich da die gegnerische Dunker langsam hin. So, und jetzt auf die Aoba. Das könnte für die Aoba schon das Ende bedeuten. Jetzt müssen sie runterkommen und... Jo! Und das bedeutet auch gleichzeitig seinen ersten Kill. Sehr fein. Na, die gegnerische Nürnberg auch nicht weit weg. Die legt sich da mit der Feral Guard an. Sein Mate, der Jäger Jan, direkt neben ihm. Also sie machen ja einen kleinen Parallelflug. Die beiden. Und die Bayern, ja, da ist natürlich noch ein bisschen Distanz nötig, denn 18,2 Kilometer kommt er und jetzt fährt er die Bayern langsam rein. Und man sieht schon, wenn er auf dieses Schiff schießt in dem Winkel, dann fehlen ihm einfach gerade so ein paar Ziele. Ganz simpel. Und jetzt schaut es da ganz gut aus. Schön seitlich. Und die Granaten, man sieht es mal wieder, wie gut die da runterkommen. 9.500 Schaden. Leider keine Zitadelle, aber das wäre vielleicht doch ein bisschen zu viel verlangt an der Stelle. Oh, da jetzt die De Grasse in absoluter Schlagdistanz. Das muss einfach schon die Vernichtung bedeuten. Ich sehe da keine Chance, dass die De Grasse das überlebt. Ja, genauso ist es auch. Auf die Distanz, da muss sowas sofort bestraft werden. So, jetzt muss er aufpassen. Da sind Torpedos im Wasser. Nicht, dass die ihn hier... Aber nee, die fließen weit daneben. Alles gut. Und jetzt vielleicht ja die Bayern, die er da hinten gleich klar machen kann. Weil jetzt ist die Distanz, ja, 8.500, schon ordentlich. Und er sammelt so peu à peu seinen Schaden. Mittlerweile hat er schon 73.000 dahingelegt. Und jetzt bekommt aber auch satt einen eingeschenkt. Aber kann auch das meiste gleich wieder zurückheilen. Ganz wichtig natürlich. So, da sieht er die Rauchwolke, die ist nicht weit weg, aus der wird auch geschossen. Über ihm die Bomber und die Torpedos, die jetzt hier getroppt werden. Bomben haben auch gesessen. Torpedos kommen. Da sitzen auch zwei. Ja, die sind unangenehm. Jetzt muss er sofort natürlich heilen. Und wir sehen, und kaum kommt ein bisschen Action da rein, sind es nur noch 26.000 Hitpoints. Aber die Nagato da in der Distanz, vielleicht ein gut treffbares Ziel. Oder die Ranger natürlich. Das ist das noch schönere Ziel. So, ein bisschen vorhalten und zack, gib ihm. Und da sieht man die Belfast, auch in absoluter Schlagdistanz, das hat er natürlich geschossen.
Aber da hinten über 12.000 Schaden auf die Ranger gemacht. Nur jetzt muss die Belfast dann erstmal raus. Danach kann er sich auch wieder um die Ranger kümmern. Aber scheinbar wird die da schon rausgenommen. Sehr gut, die ist weg. Ranger haut da schon ab. Alles, was das Ding gerade hergibt, haut er da raus praktisch an Geschwindigkeit. Aber er geht da weiterhin drauf. Natürlich kein Erbarmen. Oh, schön, oh, schön. Entschuldigung. Vernichtender Schlag, drei Zitadellen und den Kill. Sehr nice, sehr wichtig. Nicht, dass er nochmal einen Anflug starten kann. Tut mir leid. Ich habe nicht erwartet, dass der schon down geht. Deswegen bin ich ein bisschen lauter geworden als geplant. So, in 10 Sekunden kann er sich wieder heilen. Ich glaube, die Bayern würde ich jetzt nicht als Ziel nehmen. Junge, nimm die vor dir. Oder rechts neben dir. Die zeigt volle Breitseite. Aber klar, jetzt da kann er die Feral Guard wenigstens supporten. Also teamdienlich ist es. Aber jetzt vielleicht nicht unbedingt das schönste Ziel. Ja, und die Nagato fällt auch nicht schön. Aber wie gesagt, hier rechts die Fuso. Das wäre so das Ziel gewesen, was ich jetzt in dem Augenblick genommen hätte. Natürlich muss er da die Tür mit dementsprechend drehen. Aber jetzt ist die Bayern schön seitlich. Aber der Nachladezeitpunkt, der ist ein bisschen... Ja, der ist durch. Schafft er nicht mehr. Nagato. Wie gesagt, er hat die Fuso nicht auf dem Zettel, so wie das aussieht. Deswegen geht er jetzt mit aller Gewalt auf die Nagato drauf. So, die Nagato fährt da jetzt in die Kartenbegrenzung rein. Dementsprechend kann er da leicht die Treffer anbringen und 6200 ist schon absolut in Ordnung. Jetzt sind es hier auch die letzten beiden, die Nagato und die Fuso, die hier am Start sind. So, die kommt jetzt immer seitlicher. Jetzt geht er auch da, glaube ich mal, für ein bisschen Damage da raus. Ja, aber 3880 nur. Sieht man auch, einer ist abgeprallt. Und da wird er angezündet. So, und jetzt mit der nächsten Salve. Da könnt ihr es mal nochmal richtig scheppern. Ah, auch nur 4171. So. Brand ist gelöscht. So, langsam aber sicher geht die Runde dem Ende zu. Ich sag schon mal vielen lieben Dank. Denkt bitte dran, wenn ihr Replays einschickt, an die unten angegebene Adresse beziehungsweise wie ihr es machen müsst, steht in der Videobeschreibung. Ansonsten interessiert mich eure Meinung zum kommenden Film von Christopher Nolan einfach aus Eigeninteresse. Ich sag vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.